Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Roblox. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute in diesem Video möchte ich euch da draußen gerne etwas ganz, ganz Cooles vorstellen, was euer Spiel in Roblox auf jeden Fall sehr, sehr aufwertet. Das ist ein kleines, ich sag mal, Programm bzw. eine kleine Software, die nennt sich RoShade, also Roblox Shader für Roblox quasi. Hört sich komisch an, ist aber so. Diese Mod, ich nenne es, soll ich es einfach mal Mod nennen, dass ihr auch Bescheid wisst, was ich jetzt damit meine. Ich nenne es einfach mal Mod, obwohl es gar keine Mod ist. Es ist einfach bloß ein Shader, der sozusagen das Spiel aufwertet, so wie man das gerne hätte. So, den installiert ihr euch ganz, ganz einfach, indem ihr einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischaut. Da könnt ihr euch den kostenlos downloaden und dann klickt ihr einfach installieren, müsst den Pfad von Roblox auswählen und dann könnt ihr den auch schon benutzen im Spiel. Ihr seht den Shader-Mod, wenn er dann aktiv ist, schon beim Start von Roblox oben in der oberen Hälfte in eurem Monitor, beziehungsweise an eurem Monitor. So, was kann man dann machen, wenn man auf irgendeinen Server gejoint ist? Ganz, ganz einfach, ihr drückt erstmal die Taste F8. Dann könnt ihr erstmal hier sehen, aha, das sieht jetzt aus wie normal. Das ist die ganz normale Roblox-Grafik, wie man das kennt. Ist so ein bisschen verblasst, finde ich auch gar nicht so schön eigentlich. Wenn man jetzt F8 drückt, aktiviert man sozusagen den Shader, den RoShade für Roblox. Und wenn man die Taste F7 drückt, dann habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten. Guckt euch mal an, da müsst ihr auf jeden Fall mal für euch selber entscheiden, wie ihr gerne alles hättet. Also da könnt ihr wirklich so viele Sachen mitmachen. Ich habe das erstmal so eingestellt, für mich persönlich, wie ich das erstmal so brauche, sieht für mich wirklich richtig toll aus und ich würde das gerne auch so lassen. Sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus oder realistischer als standardgemäß, was man so kennt von Roblox. Gerade auch auf Bodensee-AP sieht alles nochmal wirklich besser aus. Und auch alles natürlich auch realistischer vor allen Dingen. Seht auch an der Spiegelung, ne? Sieht so ein bisschen aus, als hätte das hier wirklich ewig lange geregnet. Hat's aber nicht. Das ist die Shader-Mod. So, dann holen wir uns mal ein Fahrzeug. Wir spawnen uns das. Dann fahren wir einfach mal so ein bisschen hier durch Überlingen bzw. durch Bodensee. Ja, und gucken einfach mal in diesem Fall, was heute so abgeht. Was heute so passiert, was wir für Einsätze kriegen und. So, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch dieser Shader gut gefällt oder eher nicht. Ja, das könnt ihr mir immer liebend gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, liebe Freunde. So. Das funktioniert alles. Ich glaube, es hat mal jemand gefragt, wie man in Roblox blinkt. Das funktioniert, glaube ich, nicht bei jedem Fahrzeug hier auf Bodensee-RP. Man drückt aber jetzt in meinem Fall die Taste C auf der Tastatur für rechts, die Taste Y für links und die Taste X für den Warnblinker. Geht nicht in diesem Fall, da muss man beide Tasten einmal drücken, dann hat man den Warnblinker an. Also X und Y zusammen, dann funktioniert's. Ja, ansonsten sieht schon geil aus, ne? Ist schon mega, mega fancy. Gerade auch, wenn man die Fahrzeuge jetzt so sieht, so, das ist einfach mega, mega cool. Gerade wenn ich das Blaulicht jetzt noch einschalte dazu, das macht das Spiel wirklich hochwertig, finde ich. Und da macht das noch mehr Spaß, als es eigentlich schon macht, ne? Das ist natürlich alles meine Meinung. Also ihr müsst euch selber eine Meinung davon machen, wie euch das am besten gefällt, beziehungsweise halt auch nicht. So, wir haben unseren ersten Einsatz. Ja, ich komme mit einem Kev. Oh Gott. Ist aber ein Fahrzeug, was ich jetzt schon länger nicht mehr hatte, ne? Also muss man dazu auch mal sagen. Okay, dann Strahlrohr raus. Hier brennt ein Holzhaufen. Halt mal hoch hier. Paule, was ist los hier? Pass auf. So, was ich auch cool finde, wenn man Brände hat. Ihr seht diesen Balken da oben. Der muss einfach bloß grün voll laufen. Dann ist das Feuer auch schon gelöscht. Erfolgreich natürlich. Man kann natürlich danach auch noch die einzelnen Glutnester löschen, also Nachlöscharbeiten tätigen. Aber ich glaube, hier unbedingt brauchen wir das jetzt nicht. Also um es natürlich realistischer zu machen natürlich, ne? Dann ist es natürlich so schlauer und realistischer.
Warum hilft denn der Kollege hier nicht? Was ist denn los? Wo ist die Polizei? Hä? Stand die nicht gerade hier, Leute? Wo ist die hin? Die ist einfach weg. Warum auch immer, ne? Keine Ahnung. Kann sein, dass der gerade los musste, weil der sieht schon wieder so aus, als würde da eine Bank gerade überfallen oder so. Aber ich habe alles unter Kontrolle. Ich mit meinem Kev, ne? Ohne Wasser, ohne TS, ohne nichts. Ich habe einfach hier so einen WLAN-Schlauch, der verbunden ist mit einem Hydrant. Naja. So, hier seht ihr auch das Wasser. Cool gemacht, ne? Mega, mega geil. Also ich feiere diese Mod, ich feiere diesen Server, ich feiere einfach alle Leute, die wirklich hier was auf die Beine gestellt haben. Also Grüße gehen an euch auf jeden Fall raus da draußen. Alle, die hier mitgewirkt haben und so weiter. Also das ist einfach ein mega, mega toller Server. Also der wird auch ständig geupdatet, das muss man dazu auch sagen. Falls ihr Bock habt, liebe Freunde, kommt gerne drauf. Vielleicht sehen wir uns ja schon beim nächsten Einsatz. Okay. Ich höre da schon wieder die DAF. Warum auch immer, der Einsatz ist abgeschlossen. Brand ist unter Kontrolle. Einsatz abgeschlossen. Wir können einfach mal dahin fahren zur Bank. Vielleicht. Na Kollege, na, Führerschein gewonnen oder was? Ja, ja, ist klar hier, ne? Willst du mich veräppeln? Hallo? Ja, sorry, du hast mich gerade weggeschoben. Was soll ich machen? Komme ich da überhaupt noch raus? Fahr mal. Das ist doch nicht sein Ernst hier, oder? Jetzt hupt der mich an. Also, der hat ja nicht mal Horn eingeschalten. Bloß Blaulicht. Das kann ich auch natürlich. Was war das jetzt? Kollege, mach mal langsam hier. Ich mach mal hier deine Klappe auf. Kann ich sogar aus dem Auto. Pass auf hier. So, immer Gerätefach auf, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Tschüssi. Viel Spaß, Kollege, ne? Oh. Ups. So, jetzt können wir. Viel Spaß beim Zumachen, würde ich sagen. Meine Herren, hier ist was los. Ja, siehst du, da sind wir auch schon wieder viel zu spät. Nichts passiert. Wir machen einfach mal Routine, ne? Wir fahren einfach mal so ein bisschen durch die Straßen hier von Roblox. Und gucken mal, was hier so abgeht. Ob wir irgendwie, jemanden finden, der Hilfe braucht. Was hupt der denn? Was will der? Ob er Hilfe braucht? Keine Ahnung. So, hier brennt's, ne? Warte, das ist der Spawnpunkt über Polizei. Da hinten ist ein Banksymbol, die Katze. Bankraub. Ich glaube, das können wir uns angucken. Da sind auch Kameraden gerade vor Ort. Muss ich bloß mal gucken, wo wir rein müssen. Ich glaube hier, ne? Also ich sehe da auf jeden Fall ein paar Leute. Ach, das ist der Spawnpunkt einfach, ne? Wo ich gerade bin hier. Ach, das ist die Feuerwehr. Oh Gott. Ich dachte, hier ist ein Einsatz. Sah gerade so aus. Da hinten ist noch ein Brandsymbol. Ich glaube, das ist aber der Einsatz von eben. Das ist der Holzstab, der gerade gebrannt hat. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht hier. Ist gerade nicht so viel los. Ne? Ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Dass wir hier keine Einsätze haben, dass hier wirklich wenig passiert. War das gerade Polizei? Warte, hä? Keine Ahnung. Also, hä? Wo sind denn die? Wo sind die alle hin? Wir können einfach mal zum Spawnpunkt fahren. Machen wir es mal so. Da geht eigentlich meistens die Uzi ab. Hier vorne ist das. Den Heli höre ich auch schon wieder. Also da muss ja doch was passiert sein. Irgendwas Ernstes oder so. Na, guck mal hier. Ja, hier ist was los. Na, warte mal, wir fahren mal rum. Da sieht es ein bisschen voll aus. Steht der RTW mitten auf der Straße und ein RW. Wer braucht Hilfe? Leute, wer braucht Hilfe von euch hier? Keiner anscheinend. So, oh, guck mal, da ist das Symbol. Wir haben einen Einsatz für den Rettungswagen. Ich fahr trotzdem mit Sonder- und Wegerechte zum Einsatzort. Und ich bin ja auch ausgebildeter Rettungssanitäter, also ich kenne mich damit durchaus auch aus. Da ist ein abgestürzter Heli.
Wie komme ich denn jetzt hier durch? Soll ich da einfach durchfahren über die Wiese? Pass mal auf, das machen wir einfach. Wir fahren einfach mal quer rüber hier. Kann ja sein, dass wir doch noch irgendwie ankommen. So. Ist natürlich auch schön zu sehen, ne? Wenn es hier... Komme ich da jetzt nicht rüber oder was? Ich glaube, das darf man einfach gar nicht machen, was ich hier mache. Ja, wenn es schneit oder regnet, dann sieht man auch noch mehr mit der Shader-Mod, ob es wirklich nass auf dem Boden ist. Seht ihr ja hier, ne? Das ist alles Wasser. Es taut anscheinend sofort. Okay. Hier müsste das doch gleich sein, oder? War das nicht hier? Da hinten ist die Feuerwehr, da ist das Symbol. Nee, warte mal, das war hier vorne. Ich glaube, die sind schon wieder los. Ne, da ist gerade nichts los. Ah, doch, da vorne. Da sind die Kollegen. Wäre natürlich schön, wenn man irgendwie so eine Karte oder beziehungsweise so ein Navi hätte, wo man sich ungefähr drin richten kann. Wo die Kameraden sind. Das wäre schon cool irgendwie. Wie, was ist das denn? Wie? Sackgasse? Nee. Ich habe halt immer wieder das Glück, in eine Sackgasse zu fahren. Da kommst du nicht weiter. Och, Mann. Ach komm, wir fahren jetzt einfach hier durch. So. Ach, ja, gut. Die altbekannte Katze. Ja, na, was denn sonst, ne? Die Katze auf dem Dach der Rettungswache, beziehungsweise von der Feuerwehr. Da ist anscheinend doch nichts los. Also haben wir hier keinen Einsatz gerade. Ist ja auch ein mieses Wetter hier heute. Ne? Mit einem Käfter unterwegs und noch. Dann also blödes Wetter. Ich glaube, hier vorne ist ein bisschen mehr los. Wir gucken mal, ob hier irgendwelche Leute sind, die gerade irgendwie rumstehen. Hier fahren wir jetzt mal rein. Komm. Blaulicht an. Das Horn. Ach du Scheiße. Oh, Entschuldigung. Tschüsse. Warum? Wieso denn mal ich? Ich werde immer getroffen hier. Das gibt's ja nicht. Warte mal, ich rufe mal ganz kurz die Einsatzkräfte der Polizei. Schüsse auf Feuerwehrmann. Ich fasse es nicht. Ich wollte ja bloß gucken, was los ist. Ich wollte eigentlich helfen. So. Ah, das hört sich... Hört sich nicht gut an. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ah, das ist die Mafia, oder? Ich weiß nicht, ist das derjenige? Ich weiß es nicht. Ganz kurz, wartet. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt jemand von der Mafia ist oder nicht. Ich glaube, der hat aber einen Polizeiweste an. Sanitäter, ASB. Ich habe keine Ahnung. Ist ja schön, dass er eine Waffe hat. Ich auch. Sag mal, wo ist der hin? Hä? Der war doch gerade noch hier. Ist ja schön zu sehen, dass wir hier von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst eine Waffe haben. So cringe einfach mal. Der ist weg. Ich glaube, da haben sie doch noch erwischt. Ja, Leute, also ich sehe jetzt hier nichts mehr. Also hier ist keine verdächtige Person, nichts. Also hier sind ein paar Leute. Nee. Ach, da hinten ist ein Polizist, / Soldat. Nö, okay, also ist anscheinend wieder alles gut. Was geht denn da oben ab? Was macht der denn da? Ich frag einfach nicht. Warum gucke ich da auch noch hin? Lass die doch machen. Ich habe keine Ahnung. Also hier passieren manchmal so sehr komische Sachen, die man einfach... Ach, guck mal hin, Stuff. Die man einfach nicht verstehen kann. Ne? Also am besten nicht, wenn man auf dem Server ist, nicht so viele Gedanken machen. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Ja, Leute. Ich würde dann erstmal sagen, da wir heute hier keinen, ich sag mal, richtigen Einsatz hatten, außer diesem Brandeinsatz kurz,
würde ich jetzt erstmal an dieser Stelle das Video beenden. Und wie gesagt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich euch mal diese Shader-Mod, die Row Shade, dagelassen. Könnt ihr gerne raufklicken. Ist auch alles virenfrei, kostenlos. Dies, das, Ananas. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild davon machen. Und wie man hier sehen kann, das ist einfach nur mega. Das sieht so hübsch aus, so geil. Da macht Roblox einfach noch mehr Spaß, als es eigentlich schon macht. Ja, Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.